Habt ihr auch schon mal vor einem leeren Word-Dokument gesessen und wusstet nicht, wie ihr mit dem Schreiben eurer Arbeit anfangen sollt? Keine Sorge, tatsächlich geht das vielen so. Damit seid ihr also nicht alleine. Hi, ich bin Bianca, Doktorandin und Dozentin an der Universität Erfurt und wissenschaftliche Redakteurin von Bachelorprint. In diesem Video erkläre ich euch, wie ihr Schreibhürden ganz einfach überwindet. Ab jetzt sind die Tage der Frustration und des leeren Word-Dokuments gezählt. Wissenschaftliches Schreiben will gelernt sein. Und frustrierende Schreiberfahrungen am Studienanfang sind wirklich keine Ausnahme, sondern die Regel. Wissenschaftliches Schreiben ist aber eine Schlüsselqualifikation, die ihr unbedingt gut erlernen müsst. Denn hier geht es darum, Sachverhalte angemessen darzustellen, ein Thema zu bearbeiten und die Ergebnisse gut zu präsentieren. Es kann natürlich sein, dass ihr gleich zu Beginn das Gefühl habt, in einer Einbahnstraße gelandet zu sein. Also ihr zweifelt an euch selbst, an dem Projekt an sich und ihr denkt euch, ach ja, das mache ich mal morgen, ich habe ja noch so viel Zeit. Aber wie kommt es dazu, dass ihr das Schreiben so gerne aufschieben möchtet? Zum einen kann es sein, dass der innere Kritiker einfach nicht schweigt. Also ihr habt ständig das Gefühl, das klingt blöd, was ich hier schreibe. Oder die Zeit wird einfach knapp, ihr habt vielleicht schlecht geplant und damit steigt natürlich auch der Druck. Eine weitere Blockade kann die Angst vor dem leeren Blatt sein, also die Angst, dem Chaos der eigenen Gedanken ausgeliefert zu sein. Zudem kann auch die Angst da sein, etwas Falsches zu sagen. Also ihr stellt euch den allwissenden Dozenten vor und habt einfach Bedenken, dass dieser, was ihr sagt, nicht als intelligent oder als gut empfunden wird. Eine weitere Blockade ist auch die Schwierigkeit, sich von den gelesenen Texten zu lösen. Also ihr klammert euch einfach zu sehr an die Sekundärliteratur und es fällt euch sehr schwer, das in eigene Worte zu fassen. Aber nur wenn man etwas in eigene Worte fassen kann, dann hat man es auch tatsächlich verstanden. Ein guter Tipp ist hier, das Gespräch mit älteren Kommilitonen oder Tutoren zu suchen, die schon Arbeiten verfasst haben und die Situation genau kennen. Außerdem sagt euch, dass noch nichts perfekt sein muss, denn es kann ja alles noch überarbeitet werden und es ist noch nichts in Stein gemeißelt. Weiterhin würde ich euch empfehlen, das Schreiben durch mehrere Schritte vorbereiten. Also macht erstmal eure Literaturrecherche, schaut euch die wichtigsten Artikel und Bücher an, macht euch ein paar Notizen und fangt an, die Struktur der Arbeit zu planen. Weiterhin solltet ihr keine Angst vorm Dozenten haben. Stellt euch einfach den interessierten Leser vor, für den ihr schreibt, und bedenkt, dass es nur darum geht, alles gut zu begründen. Dann kann der Dozent es auch nicht schlecht finden. Zum Schluss solltet ihr natürlich nicht nur zitieren und Zitate aneinanderreihen, sondern in eigenen Worten wiedergeben können. Hier hilft es, das Arbeitsumfeld gut zu gestalten, also frei von Einflüssen, die euch ablenken könnten, wie Radio, Fernsehen und natürlich das Handy. Das schaltet ihr am besten mal auf Flugmodus, damit ihr nicht verleitet werdet, ständig aufs Handy zu schauen. Außerdem muss man wirklich dazu sagen, dass jeder sich so ein bisschen sein eigenes System entwickeln muss, wie er oder sie am besten schreibt. Da gibt es keine universelle Vorgabe. Allerdings, als Tipp hier, fangt mittendrin an, das heißt mit dem Hauptteil und am besten mit dem Teil, der euch in dem Moment am leichtesten fällt. Denn die Einleitung ist tatsächlich schwieriger zu schreiben und sollte am Schluss verfasst werden, damit ihr sie genau auf den Punkt verfassen könnt. Redet miteinander über die Arbeit, denn wenn ihr darüber sprechen müsst und es in eigene Worte fassen müsst, worüber ihr schreibt, dann seht ihr auch eher, ob sich Logikbrüche dort noch finden. Außerdem sprecht auch mit dem Dozenten, damit ihr genau wisst, was ihr genau schreiben müsst, worum es geht, wie viel ihr schreiben sollt, welche Quellen ihr verwenden sollt, wie viele Quellen ihr verwenden sollt. All diese Fragen müssen wirklich klar sein. Und setzt euch doch ein Zeitlimit, damit ihr wisst, wann etwas erledigt sein soll. Wenn ihr
ihr ans Schreiben denkt und euch übel wird, ihr unruhig seid oder ihr euch antriebslos fühlt und jedes Mal beim Anblick des PCs diese Symptome auftreten und das dauerhaft, also über mehrere Wochen, dann kann es ratsam sein, sich professionelle Hilfe zu holen, um den Erfolg der Arbeit nicht zu gefährden und die Schreibblockade zu überwinden. Aber wichtig, das ist wirklich nur die Ausnahme und nicht der Regelfall. Wir halten fest, Schreibblockaden sind ganz normal, denn wissenschaftliches Schreiben will gelernt sein. Hier kann es verschiedene Probleme geben, also schlechte Planung, der innere Kritiker, der nicht schweigen will, es fällt einem schwer, sich von dem Wortlaut der Sekundärliteratur zu lösen oder man hat einfach Angst, etwas Falsches zu sagen, das nicht gut klingt. Daher benötigt ihr eine große Portion Selbstvertrauen, denn am Anfang muss noch nichts perfekt sein, es kann alles noch überarbeitet werden. Außerdem muss der Schreibauftrag klar sein, das heißt, sprecht mit dem Dozenten ab, was ihr genau schreiben müsst, wie lange es sein soll, wie viele Quellen verwendet werden sollen, damit ihr genau wisst, was ihr tun sollt. Es hilft auch, sich mit anderen über die Arbeit zu unterhalten und natürlich, sich ein Zeitlimit zu setzen, damit ihr wisst, bis wann etwas erledigt sein sollte. Wenn ihr euch noch weitere Unterstützung bei eurer Arbeit wünscht, dann können wir euch folgendermaßen weiterhelfen. Zum einen bieten wir eine Online-Plagiatsprüfung innerhalb von 30 Minuten an. Außerdem lesen wir eure Arbeit professionell Korrektur und wir drucken sie innerhalb von 24 Stunden und liefern sie ganz bequem zu euch nach Hause. Alle Infos zu unseren Services findet ihr im Link in der Beschreibung unterhalb des Videos. Hat euch das Video gefallen? Dann freue ich mich über einen Daumen nach oben von euch. Und wir sehen uns beim nächsten Video.